Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Genshin Impact. Ja, wir machen hier wieder eine Companion Quest, weil das Spiel will schon wieder von mir, dass ich hier innerhalb von einer Woche so gut wie alles hier erledige. Ne? Kinnitch ist mittlerweile schon seit einer Woche hier drinnen, ne? Also Sasuke, ne? Und ja, das Spiel will schon wieder, dass ich hier etwas so schnell wie möglich erledige, oder? Ja, 10 Tage. Und ja, ich nehme an, wir fangen dann so mal ein bisschen an, ne? Ich tue ja wieder alles in Part mäßig hier irgendwie so aufnehmen. Ich werde hier wahrscheinlich hier die ersten beiden Quests kurz mal aufnehmen, ne? Und dann irgendwann, wenn das genauso abläuft wie beim letzten Mal, ne, und die ersten beiden Quests voll kurz sind und die dritte voll lang, dann kann das ja so passieren, ne? Und ja, machen wir halt mal. Ich bin ja ehrlich gesagt zufällig drüber gestolpert, ne? Hier ist ja dieser kleine Dinosaurier von Kinnitch, ne? Und ja, ich weiß gar nicht, ich habe irgendwie aus Versehen, ich habe diese Saurier hier gefunden, irgendwie die Quest sagt auch hier, ich soll 3 Saurier suchen, aber ich habe irgendwie nicht dran gedacht. Weiß nicht, ich habe die nur irgendwie zufällig getroffen, ne, eingesammelt, dann jetzt gesagt, oh, sammle noch 2 weitere, ne? Und dann habe ich das gemacht und dann bin ich hier oben hingegangen und die Quest wurde ausgelöst, glaube ich. Oder ich habe mit ihnen gesprochen, keine Ahnung. Und da kam ja Voice Acting, deswegen habe ich dort gedacht, so okay, das musst du ja mit aufnehmen, ne? Ich habe übrigens hier mal, hat man vielleicht gemerkt, ich habe hier mal die Mädels von Honkai Star Rail habe ich mal auch hier hingepackt. Die packe ich ja jetzt bei jeder User ID jetzt hier hin, ne? Fand ich einfach besser als hier diesen, was auch immer ich da vorher genommen habe. Ich habe den Thumbnail, glaube ich, immer genommen, ne? Aber das Problem ist, da ist immer der Thumbnail ist immer nicht aktuell, ne? Also ich hatte noch den letzten Thumbnail von, weil ich habe ja noch keinen Thumbnail, weil ich noch nicht weiß, was hier alles passiert, ne? Deswegen, ja, keine Ahnung. Ich nehme an, ich mache dann auch wieder so ein Thumbnail, wo man hier diese, von diesen Dingern hier, diese Bilder freischaltet, irgendwie sowas, ne? Keine Ahnung. Und ja, aber so weit bin ich ja noch nicht, ne? Deswegen konnte ich ja noch nicht das Thumbnail machen. So, wir gehen jetzt erstmal hier rein, ne? Ich habe offscreen hier meine Charaktere trainiert, ne? Wie immer, ich habe Kachina auf Level 80 gebracht, Mulani habe ich auf 85 gebracht, ich habe mal Siegwin auf 89 gebracht, Nilo hatte ich glaube ich noch nicht auf 89, ich habe Kirara, ja genau, ich kann ja mal Kirara zeigen, weil die haben ja dieses neue Ding ja hinzugefügt, wo man irgendwie ja was freischalten kann für Charaktere. Und habe ich ein Team mit Kirara gerade, ja. Und da gibt es ja dieses komische Ding, was man freischalten kann, wenn man einen Charakter die für Freundschaft auf Level 10 gebracht hat und auf Level 90 gemacht hat, und indem man hier so eine spezielle Mission mit denen erledigt, ne? Das ist ja irgendwie so ein, was die irgendwie letztens hinzugefügt haben, also letztens vor ein paar Monaten, so ein neuer Spielmodus, ne? Und das ist für eine Handvoll von Charakteren, ich glaube von Diluc ist war einer, für Chi-Chi, ne? Ich glaube, ich weiß gar nicht, Ember, weiß nicht, ein paar andere Charaktere, die mich nicht interessieren. Kira war der einzige Charakter, der irgendwie hochgelevelt war, und ja, da musste ich nur noch auf ein Level höher leveln. Ne, ich glaube, ich hatte sie die ganze Zeit auf Level 85, habe ich dann auf Level 90 gebracht. Und ja, wenn man das gemacht hat, dann konnte man hier dieses Ding hier freischalten, dieses Echo. Und alles, was das eigentlich nur ist, ist irgendwie, du hast so einen speziellen Effekt, wenn du jetzt mit einem Charakter läufst. Ne? Also ich laufe jetzt hier mit Kira durch die Gegend und sie hat jetzt diesen Feenstaub, der sie verfolgt. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Ist eigentlich besser als nichts. Und die Quest war jetzt auch nicht so tough. Von daher, ja, kann man ja mal machen, ne? Aber dafür extra irgendwie einen Charakter auf Level 90 zu bringen, was nicht sehr einfach ist übrigens. Und die Freundschaft auf Level 10 zu bringen, das ist ganz schön schwierig. Also das nimmt ganz schön Zeit in Anspruch, ne? Und ich bin schon ihr Freundschaft grinden wie blöde. Von daher, ja. Aber okay, guck mal, was jetzt hier abläuft, ne? Ich habe mal mit denen geredet und da habe ich dann herausgefunden, oh, da ist eine gevoice-actete Cutscene. Dann habe ich direkt das Spiel hier beendet und ja, ich bin dann halt vor der Cutscene wieder aufgetaucht, weil ich das hier nicht offscreen machen wollte, ne? Ich nehme an, dass es jetzt irgendwie in Verbindung mit Kinnichs Companion Quest. Also gucken wir mal. Das ist die Chef von Naruto, ne? Ja,
Und Kinich hat die Stimme von Sasuke, also der spielbare Charakter. Also irgendwie interessant. Schürzt eure was? Ja, jetzt höre ich Naruto. Bestimmt in der englischen Version nicht so, ne? Ich habe auch herausgefunden, die Stimmen, die japanischen Stimmen von Jane und Seth aus Zenless Zone Zero, also hier dieses Rattenmädchen und dieser Wolfsjunge oder so, ne? Das waren, das anscheinend sind die beiden die japanischen Stimmen davon. Das sind Zelda und Link, also aus Legend of Zelda. Habe ich auch nicht gewusst. Also Seth hat die Stimme von Link und Jane hat die Stimme von Zelda dann. Ich weiß nicht, welche Stimme. Ich nehme an von Breath of the Wild oder irgendwie sowas, ne? Und da hatte, glaube ich, eine Stimme. Aber keine Ahnung. So, was? Mal das war für ein Geräusch. Da waren irgendwie meine Heizungsrohre. Die haben gerade voll gezischt. Gut, Kleiner, was machst du denn hier? Was war das schon wieder? Meine Heizung macht komische Geräusche gerade. Wenn ihr alles explodiert, dann habe ich das Wesen aufgenommen. Dann weiß jeder, was passiert. Ich muss nur jemanden finden, der es hochlädt. Sollte man vielleicht aufpassen, was hier passiert, ne? Ich habe wortwörtlich gerade eben noch eine Weltquest erledigt. Ich suche jetzt noch hier noch irgendwas zum, was ich hier machen kann. Dark. Also sie hatte bestimmt einen Gleiter, ne? その疑問の数々を書き殴ったような間の抜けた顔は妖精。誰がその願いを叶える泉ではないぞ。誰がそれとも白いアリンコだ。くんない。お前に変なあだ名をつけてやるぞ。ん？近くからかすかにアビスの気配を感じる。邪悪な術師が隠れているに違いない。 Was geht's hier eigentlich gerade? Ich habe noch keine Ahnung, worum es hier gerade geht. Okay. Hey, die beiden Kinder, mit denen habe ich letztens geredet. Habe ich mit denen mal eine Quest irgendwann aktiviert? Ich weiß es gar nicht mehr. Stimmt, ich habe mit den beiden geredet. Hatten die kein Voice Acting dann? Ich glaube, ich habe die Quest dann irgendwann schon mal angefangen. Weil irgendwo muss ich ja die Quest herbekommen haben, ne? Aber weiß ich nicht. Ich nehme an, ich habe erst mit diesen Kindern geredet, um diese Quest zu starten. Ich kann mich sehr grau daran erinnern. Ich bin letztens an ihm vorbeigelaufen, so im Sinne von, hier sind zwei Kinder, ich kann mit denen reden. Deswegen habe ich erst gedacht, die sind wichtig oder so und habe nochmal mit denen geredet, ne? Aber ich habe wahrscheinlich die ganze Zeit gewartet hier, ne? Ich
Erzähl uns, Bär. Genau, redet nicht mit irgendwelchen Fremden, okay? Die euch nach Feuerbällen fragen. Malipo, Wendefeuer. Wow. Da bin ich mir mal eines. Und jetzt war irgendwie voll öfter jetzt hier ausgeschrieben. Och, Kahn. Och, Kahn, mach doch nicht so einen Mist. Weißt du, diese eine Gasse aus Jojo's Bizarre Adventure, wo nicht nach hinten schauen darfst? Das geht ja überhaupt nicht. Oh. Boah. Genau, da ist das Problem. Dass ich nicht die Quelle des Schmerzes sehen darf. Anstatt beim lebendigen Leibe verbrannt zu werden. Die ganzen Namen von den ganzen Sachen, um den Weg jetzt einmal zu zitieren, gibt es hier keine normalen Namen wie Cola. Ich glaube, da war aus Elders Kurs, ne? Ja, was sagen wir, diese Quest wird nicht so kurz. Was sind diese Staubpartikel da? Da war so ein Staubpartikel, der direkt vor ihm gehalten hat. Da seht ihr dieses Wasser, der jetzt hat sich bewegt im Hintergrund. Ist das nicht irgendwie eine Story aus der Bibel? Hat Gott nicht auch irgendwie so eine Stadt angezündet und dann hat sich eine der Frauen, dann hat irgendwie so eine Familie gesagt, so dreht euch nicht um, und dann hat eine Frau sich so umgedreht und ist dann zu Asche zerfallen. Das ist doch irgendeine biblische Story irgendwie, die so geht. さあ、けど、ゆぱんき様の炎は他のよりずっと激しくて、100日間燃え続けたらしいぜ。それは最終的に血脈に大きな穴を開けたんだ。で、炎はシュッと真っ暗な矢神の国に落ちて、今も燃え続けてるんだってさ。 Er scheint ja irgendwie so die Unterwelt zu sein, ne? So wie ich da verstanden habe. Moin, moin, moin. Ich bin Hör doch auf, immer mehr Fragen zu stellen. Dann tun die noch weiterreden. Warum fragst du eigentlich ein paar Kinder über solche Sachen? Geh doch zu irgendeinem Gelehrten, ja.
Irgendwie ist alles immer 500 Jahre eher, ne? Alle wichtigen Sachen sind immer 500 Jahre passiert. Das hat irgendwie die, das Void als Zeitalter hier von One Piece. All großen Sachen hier, der Archontenkrieg, der ist, glaube ich, auch 500 Jahre her, ne? Der Reihen-Shogun, die Puppe wurde, glaube ich, auch vor 500 Jahren erstellt, ne? Nahida wurde vor 500 Jahren geboren. Furina wurde zum, jetzt wo sie gerade da oben ist, Furina wurde zum Archon vor 500 Jahren oder sollte die Rolle des Archons spielen vor 500 Jahren. あれだ。ん?どうしたとば。今にも人を責めそうな目をして。いけないぞ。それは大人の特権なのだから。おじちゃん?嘘をついたら死んだと。怪異に焼かれちゃうんだからね。それはこの国の炎だ。よそ者には効かないだろ。おじちゃんは Ja, ab jetzt solltet ihr wahrscheinlich versuchen wegzurennen. Na, Mann. Ja, ich wäre hab jetzt schon weggerannt. Du wirst wahrscheinlich wieder der wichtige Charakter hier sein, ne? Diese Quest. その2人はもう来ているぞ。え?どこどこ?って、あれ?おじちゃんがいない。めちゃくちゃ怪しいやつだな。なんかコメのことをいろいろ探ってるみたいだ。だろ?おのれクソメガネ騙しやがって。 今に見てろよ。でもあのおじちゃんはただ物語を聞いてきただけだし、危ない人じゃないんじゃない?うーん。旅人、一応キニチに知らせた方がいいんじゃないか?あのうざったいアハウが調べてるとはいえ、なんだか頼りない気がするし。あれ?2人もキニチお兄ちゃんを知ってるの? 別に親しいわけじゃないけど、会ったことあるぜ。それに一緒にご飯を食べたこともあるぞ。いいな。俺、キイニチお兄ちゃんと喋ったことないんだ。お兄ちゃんってすっげえ米を持ってるし、とにかくかっこいいんだ。うん。でも、私のパパはそんな好きじゃないみたい。あんまり関わらないようにって言われてるんだ。 きっとお兄ちゃんのそばにいるあのでかくて偉ぶってるやつのせいだよ。うわ、それってクフルアハウってやつだろ。あんな態度ほんと腹立つよな。でしょ?キイニチお兄ちゃんがあいつを仲間にした理由がわからないよ。どうして私じゃダメなんだろう。やばい。フニ、外に出てもうだいぶ時間が経ってるぞ。そろそろ帰らないと怒られる。そうだね。 Sonst bekommen wir noch geschimpft. Boah. Leute. Den Paimon Onee-chan. So, da war schon wieder die erste Quest, alles klar. Okay, dann habe ich irgendwie den Start dieser Quest irgendwie nicht aufgenommen. War nicht, ich war das auch gevoice acted? Vielleicht habe ich das nicht aufgenommen, weil ich gesehen habe, da waren nur so zwei Kinder irgendwie und ich habe mir gedacht, das war nicht wichtig. Keine Ahnung, weiß es nicht. So, jetzt habe ich wieder Ansehen bekommen. Cool, ich habe gesehen, aber irgendwo da wichtig. Ich brauche immer Ärzte. Ja.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier schon belassen soll oder nicht. Habe ich eine neue Quest bekommen? Nö. So, ach, hier ist jetzt hier, genau. Hier ist ja auch noch eine, ne, für diesen Stamm, aber habe ich irgendwie noch nicht angenommen. Da ist irgendwie eine Quest da in der Nähe, die ich machen muss, aber ich traue mich nicht dahin zu gehen. Doch, ich bin irgendwie letztens mal hingegangen, aber da hat mir gesagt, so, der Charakter wird gerade hier benötigt, also ja. Kriege ich genug Punkte? Ja, aber Stufe 3. Da kriege ich auf Stufe 3 was für die Teekanne. Baumkronenlager Partnerschaft. So, würde ich sagen, ich mache hier einen Schnitt, ne? Aber bevor ich einen Schnitt mache, irgendwas wollte ich noch machen. Ich wollte Gacha spielen noch. Ich habe wieder 10 Standarddinger. So, warte mal, genau. Wir können ja mal hier ihn machen, ne? Ich werde für ihn nicht pullen, ne? Spoiler. Ich werde wahrscheinlich in den nächsten Monaten gar nicht pullen. Einfach nur, weil ich weiß nicht, ich bin irgendwie letztens darüber gestolpert, wer alles in der nächsten Gacha so auftaucht. Und in der nächsten Gacha ist irgendwie ein Charakter, der schon irgendwie seit langem bekannt ist. Das ist irgendwie, sie haben wir irgendwie noch gar nicht getroffen, aber sie sieht mehr oder weniger aus, als könnte sie die große Schwester von Kachina sein. Keine Ahnung, sie ist so eine großbusige Blondine, die irgendwie so einen Tigerschwanz hat oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, die hat irgendwie so Skateboards, hat die nicht Skateboards, so Rollerblades hat sie irgendwie. Irgendwie ihre Idle-Animation, wenn sie sich nicht bewegt, ist die ganze Zeit irgendwie im Internet am Zirkulieren. Und ja, sie interessiert mich gar nicht. Also, ja. Das heißt, ich glaube, sie ist in der nächsten Gacha nach dieser hier. Und danach, und während sie in der Gacha ist, ist noch Chiori, glaube ich, in der nächsten Gacha. Also, hier die Kollegin, ne? Und ich glaube, danach sind... Wer war es nochmal? Nahida und Hutao. Nahida und Hutao sind, glaube ich, beide in der nachfolgenden Gacha. Das heißt, ich habe 40 Tage lang, wo ich nichts pullen muss und ich sparen kann, was gut ist, weil ich habe jetzt irgendwie nur noch 11.000 Dinger, ne? Und ich werde jetzt nur noch die Standard Gacha hier machen einmal, aber wir gucken uns trotzdem mal ihn an, ne? Weil warum nicht, obwohl wir werden ihn ja sowieso spielen in der Story, ne? Ich nehme an, das ist ja den seine Quest, ne? Deswegen nehme ich mal an, wir werden ihn ja irgendwann mal steuern können, ne? Ja, gut, dann lassen wir erstmal, würde ich sagen. Ich gehe jetzt nicht irgendwo spezial hin. Ich gehe jetzt einfach hier hin, spiele jetzt noch meine. Ich habe hier immer da ein. Das sieht gut aus da. Lass mich dazu überschauen hier. Jetzt startet hier eine Quest. Pass auf. Kann man hier sitzen? Nee. Ja, warte mal, ich habe letztens irgendwie so einen Punkt gefunden. Irgendwie konnte man sich hier irgendwo. Wo war ja dieses Ding, wo man hochgehen konnte? War halt hier oder da? Irgendwo auf diesen Spitzen konnte man sich hinsetzen. Irgendwie zufällig, nicht zufällig drüber gestolpert. Da konnte man sich irgendwo hinsetzen. Ich glaube nicht, dass das hier war. Ich glaube, das war da. Lass mal gucken. Gehen wir mal da hin. Spielen mal da die Gacha. Ich habe diesmal dran gedacht, mir ein paar Gacha-Snacks mitzunehmen. Ich will ja irgendwie. Ich weiß nicht, wie sich das eingebürgert hat, aber ich tue jetzt jedes Mal, wenn ich irgendwie die Gacha spiele, mir so ein Stack holen als Glücksbringer. Und darauf gucke ich gleich nochmal. Ne? Und ich habe mir gedacht, ich probiere mal was Neues aus. Und ich habe mir so ganz saure Bonbons habe ich mir mitgenommen. Oh, komm mal hier hin. Lass ich mal kurz hier hoch. Lad mal kurz auf. Oh Gott, bitte ignoriert mich. Ich glaube, ich werde mich nicht da hinsetzen können, weil die den Kampf hier die ganze Zeit machen. Na bitte ignoriert mich mal. Ich will mal da ganz hoch. Meine Ausdauer müsste eigentlich reichen, ne? Okay. Dann gehen wir mal ganz da oben hin. Weil ich das schaffe. Und hoffentlich tut das der Kampf. Okay, der Kampf hat aufgehört. Schaffen wir das ja, ne? Wird ein bisschen knapp werden. Vielleicht schafft man halt nicht. Oh Mann. Na. Okay, was soll dieses Gestöhn, ne? Ich glaube, irgendwie essen kann auch Dings. Ich habe mal irgendwie gesehen, irgendwie so Videos von einigen Leuten, die immer hochgeklettert sind. Die haben irgendwie Essen eingesetzt. Ich habe schon lange nichts mehr gegessen in diesem Spiel. Wo kann ich
Dings wieder erstellen, bitte. Ausdauer. Steht aber alles nur Ausdauer. Ja. Verringert die beim Klettern. Ja, super, bringt da nichts. Versuchen wir mal. Nein, das klappt nicht. Bin ich denn letztens hier hochgekommen? Gott. Also was? Was sollten wir auch machen können? Wir können einfach von die aussehen gehen. Müssen nur noch wissen, wie man da hinkommt. Da kommt man da hin. Da kommt man, glaube ich, aber auch nicht hin. Guck mal. Da müssen wir hinkommen, ne? Weil ich weiß nicht, ob ich mir extra einen Platz hier aussuche, aber warum nicht, ne? Ich glaube, da konnte man sich hinsetzen. Ich bin mir aber nicht sicher. Da hat man kein Achievement für bekommen, leider. Weil normalerweise, wenn du irgendwie so ganz hohe Plätze irgendwie suchst und du setzt dich dann irgendwo dahin, dann kriegst du manchmal irgendwie so ein Achievement oder so. Deswegen habe ich gedacht, irgendwie so, wenn du dich da hinsetzt, dann kriegst du vielleicht ein Achievement, ne? Aber ne, anscheinend nicht. Also ja, für mich wird Gacha-mäßig hier in Genshin nicht viel passieren. Ich speichere immer noch auf Ganyu, ne? Oder irgendeinen anderen Charakter, der mich nur interessiert, zukünftig. Aber im Moment ist da noch nichts, ne? Ich weiß nicht, ob die ganzen Gachas da offiziell waren. Die sahen jedenfalls offiziell aus. Und bumm, wir setzen uns jetzt hier hin. Dann spielen wir von hier aus die Gacha, ne? So, nehmen wir mal nur einmal die Standard-Gacha. So, ich habe mir mal so Snacks hier mitgenommen. Ich weiß gar nicht, was das sind. Ich habe mir Dinger mitgenommen, die heißen Headbangers. Das sind so saure Bonbons in Erdbeere und Raspberry. Da ist mir einer runtergefallen direkt. Keine Ahnung. Die sollen sehr sauer sein. Was ist eigentlich Raspberry? Raspberry ist Blaubeere, oder? Nee, da wurde eine Erdbeere Blueberry. Ich weiß gar nicht, was Raspberry ist. Ich weiß nur, dass ich alles Süßigkeitenmäßige, was Raspberry heißt, voll lecker finde. Also ich weiß nicht, was das ist. Gucken wir mal, was das hier ist, ne? Oh, das sind so Lutschbonbons. Ich dachte, da wären so Kaubonbons so. Oder den Teil. Ja. Sind sehr sauer. Aber angenehm sauer. Na gut. Glücksding ist drinne. Gacha. Rein da. Mal gucken, was wir kriegen, ne? Kein 5 Sterne. Das Saure hat mich verraten. Standard Gacha ist allgemein nicht mehr so klasse in diesem Spiel. Immer lecker. Okay. Hey, Shinyan. Ich bin nicht gerade in der Gacha. Warum kriege ich immer die Event-Charaktere? Ich dachte, wenn du in der Standard, in der Event-Gacha wird das immer erhöht, aber irgendwie scheint da, sie ist gar nicht mehr. Sie war in der letzten, glaube ich, ne? Okay, hatte ich sie schon maximiert? Ich weiß halt gar nicht mehr. Ich habe ja ein bisschen in der letzten Gacha. Ja, habe ich 5 Dinger zurückbekommen, ne? Ne, ich habe 4 für 5 Dinger bekommen, glaube ich, ne? So genau. Man kriegt genau ein Ding kriegt man hier wieder. Ich habe 5 Dinger bekommen, also kann ich das sozusagen hier reinballern, ne, und kriegt das wieder, ne? Also ich habe sozusagen einen Pull jetzt hier wieder bekommen. Ah, schade, aber hätte ja sein können, ne, dass ich irgendwas Cooles bekommen hätte, ne? Warte mal hier, Errungenschaft. Was ist das? Oder habe ich irgendwas noch nicht eingesammelt? So, schalte die Schreine in der Tiefe der Gebiete, oder? Also ja, den habe ich auch hier vor noch geöffnet. So gut, dann würde ich sagen, das nächste Mal, wenn jemand passiert, tue ich hier wieder aufnehmen, ne? Und ja, sie wird mit dem Bein. Und ja, dann machen wir diese Quest dann irgendwann weiter, weil ich muss sie ja wieder in 10 Tagen erledigen, ne? Um hier die Belohnung zu bekommen, was wieder voll kacke ist, ne? Ich hasse es, dass Genshin das jetzt macht. Ich hoffe, er wird jetzt nicht ein Trend, um mich sozusagen zu zwingen, die Companion Quest immer so schnell wie möglich zu machen. Aber okay, was soll man machen, ne? So, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Ich beende nicht den Part hier, aber ich mache einen Schnitt. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es weitergeht, ne? Also bis gleich. Okay, weiter geht's, ne? Es ist ungefähr eine Woche her seit der letzten Aufnahme. Also die
letzte halbe Stunde, die man gerade gesehen hat. Und wir machen jetzt ja weiter mit Kinnichs Quest. Ne? Ich mache ja jetzt gerade das Richtige. Ne? Hierhin muss ich, ja. Gut, dann mal los. Ne? Ich weiß gar nicht, was letztes Mal passiert ist. Ah, guck mal, ne? So, was geht? トバも言ったし。通りすがりの優しい人も助けてくれたから。優しい人？顔に優しい。あ、見てる人間に顔に優しい。トリニダード。口の減らない子だ。山の王のこともまだ解決していないというのに、国にもしものことがあったらどうする？それだボスね。 番号は抜きだからな。番号は抜きでも100個は100個だもん。ヤフに、また会えたな。よ、was geht。あ、ist das ein von den Kindern？Ich weiß ja gar nicht mehr。あんたたちが例の優しい人か。きっと苦労しただろう。 何か欲しいものがあれば遠慮なく言ってくれ。私は鍵の民のトリニダード。部族内であれば多少顔が利く。それにあんたたちこそだ。そう無理な要求もしないだろう。ああ、wir hätten gerne 1 Million Mora。若造、少し気に入ったよ。Ich mach keine Witze. Los. ルクシルバ。悪い人じゃないよ。キニチお兄ちゃんとも一緒にご飯を食べたことあるんだって。だからそんな態度はやめてよ。キニチ？そういえば聖火競技場に謎の違法の旅人が2人現れたと聞いたが、まさか。Ja, ich bin einer von ihnen. Was?失礼なことを言って申し訳なかった。最近は部族のことで頭がいっぱいでな。恥ずかしながらさっきの言葉は撤回させてもらえないだろうか。そうでないとな。おいらたちも心が狭いわけじゃないし、国が無事に帰ってるのを見て。なんでそんなにファイモン。ちょっと待って、ダウンゲートインディスピー。 Das ist ehrlich gesagt das Einzige, was ich jetzt immer am Grind bin, weil ich sonst nichts anderes mehr zum Grinden habe. Also, die fuck the farm geht mir sowas von auf den Nerven. Deswegen tue ich jetzt Talente hochleveln. Da brauche ich zwar immer zwei, drei Tage, um irgendwie ein Talent hochzuleveln, aber was soll's. Schwalli, Sonderbahn, wenn du etwas von ihm willst, lass uns reden. ふに先に中に入っていてくれ。パパは旅人たちと大事な話をしなければならない。わかった。ちゃんとパイモンお姉ちゃんと旅人のお兄ちゃんおもてなししてね。オイラたちに頼みたいことがあるんだな。まあできるかどうかは保証しないけど。これは一大事で、まずは私の話を最後まで聞いてくれないだろう。 古来より、カガリギの民には、開園の夜という伝統的な儀式が存在する。500年前の先祖ブルキナと、その仲間、山の王のコンガマトを祀るためのものだ。ブルキナは、コメ・マリポを持つ英雄で、古代マトは強い湯向流の戦士だ。彼らはかつてカタを並べ、アビスと戦っていた。そして最終的に勝利をつかむのだが、 ブルキナは命を落とし、山の王は汚染により今も深い眠りに落ちている。山の王は生前100年程度だ。そのため、山の王には何かしら異常が起きているのだろう。もしかしたら、アビスの影響で他とは違う個体になったのかもしれない。待って、それ今のハムリーム？やっぱ、その人間が生きてるの？山の王は私たちにとって生きた栄誉だ。しかし、 その栄誉には代償が伴う。山の王の体内にあるアビスのエネルギーは非常に不安定なものなんだ。刺激を受けてひとたび目覚めれば狂ったように周囲にいる全ての生き物を攻撃する。だから開演の夜には毎年
祭司の他にも重要な任務がある。山の王の体内にあるアビスの力を取り除き、引き続き眠ってもらうんだ。Und da muss man gegen ihn kämpfen, Material zu farmen. 最近アビスの被害が頻発している。それにより山の王の眠りもますます不安定になってきた。前回の開演の夜からわずか5ヶ月しか経っていないというのに、また暴れ出しそうになってな。え、目覚めちゃったのか？ああ、すぐに簡易的な儀式を行い、どうにか抑えたが、いつまた目覚めるかわからない。私の仲間だったナンナは、今回の儀式で山の王に傷つけられ、溢れ出たアビスの影響を受けてしまった。その話なら聞いたぞ。本当に気の毒だな。Lass dich von der Musik im Hintergrund wieder motivieren. とにかく今は開演の夜を取り行うのに適した勇者が必要でね。二人の冒険団は耳にしたことがある。あんたたちであれば適任だ。Habt ihr nicht schon einen Flammenträger in eurem Stamm? もちろん、私たちにはマリポの名を継承した英雄がいる。あ、キニチのことだな。そうだ。Kriegen wir den mal in seine persönliche Quest hier mal zu Gesicht? Er ist ja den seine Story hier gerade, oder? Für mich klingt das nach einem professionellen Abenteuer.英雄の名言が値段交渉だなんて聞いたこともない。それとその竜もだ。あの青竜を自称するアハウってやつはもっと生意気で頭が悪い。おお、最後の部分はオイラも同意するぞ。とにかく一つ明らかなのは、別に彼にしかできない仕事ではないという点だ。今はもっと優れた人材が目の前にいる。ということで、どうだろうか。Was springt für mich dabei raus? カガリギの民における名声と友好関係はモラで変えられるものではない。Warts mich schon. Dir. Legt sich jetzt über Kinnitsch auf. Oh, der redet nur über Geld. Oh, du redest auch über Geld. Oh, voll. Voll cool. そこで儀式の流れを把握してもらう。あんたたちは腕の立つベテランだ。きっとすぐコツをつかめるだろう。Okay. Zeremonie eines Helden. Gott, da waren jetzt 8 Minuten. Haben jetzt gerade erst angefangen wieder. Währenddessen in einer versteckten Höhle. Oh, warere ga idai naru Kufuru Ahau yo. O karada ni wa kure gure mo o ki o tsuke wo. Ja, da ist der eine Typ, oder? Den wir getroffen haben letztens. その下品な口をさっさと閉じるんだな。お前の汚らわしさのせいで、この偉大なる聖竜クフルアハウに虫唾が走る。アビス教団の使者である俺にとって、そのことは実に身に染みるものだ。だが、個人としてはすごく傷ついたな。このネクラメガネ、もうすぐあの世行きだってのに、ぺちゃくちゃ喋りやがって、黙れつってんだろ。Spucken in dein Gesicht, Spuckgeräusche. Kinichi dono, omae ga densetsu no kariudo de arukoto wa utagawanai. Da ga ore ga tsukamatta no wa akumade toku ni nigeru ki ga nakatta kara da. Kagarigi no tami ni wa kyoumi ga aru n de na. Te, sore dake ka?アビスの来訪者がお前らに興味を持ってるんだぞ。その理由くらい知りたいだろう。エクストリームスポーツだ。数日前山の上から飛び降りたものとぶつかってな。確かバンジージャンプと言ったか。なんと素晴らしい冒険心。そんな自由で勇敢なカガリギの民を称えるために俺は絵も描いてだな。うっせえイノシシ野郎だな。
ぶつかった衝撃で頭のネジでも抜けちまったのか。お前にお似合いのエクストリームスポーツは狩人との追いかけっこだっつーの。終わらない恐怖。Stimme hört sich so komisch an mit dem, was ich hier sehe. で、最後は声だめにでも落っこっちゃう。Oder vielleicht weil die Animationen so komisch sind. 新一殿は俺の命を奪うつもりがないようだ。それにこちらはもう腹の探り合いに飽きた。お互いにベストな距離ってやつを話し合おうじゃないか。人と人との間で一番大切なのは距離感だと聞いた。キーニチ殿はどう思う？お前が本当に興味を持ってるものは別にあるだろ？何？さあ、値段交渉と行こう。さあ。Ja, 11 Minuten haben wir jetzt wieder nur eine Katze gehabt. Boah. Alles klar, gehen wir hier hin. So. Gut. Was ist hier los? Muss ich ein Rennen fahren? Mata Abyss no Osen ka. Yama no Ho no Bousou mo are to kankei shite iru n daro.あの松明が見えるか。あれは聖火競技場から持ってきた2級聖火だ。中にはエンジン様の力が秘められている。ってことはその聖火が伝説の開演なのか。八神の国に行って伝説の開演を持ってこれる者はいないさ。だが聖火はアビスの汚染を浄化するのに十分な力を持つ。儀式では開演とみなしていいだろう。使ってあの汚れを消せばいいんだな。いや、あれはほんの一部に過ぎない。完全な儀式を行う場合もっと複雑だ。まず有価者はスタート地点で聖火の種火を取り、フックを使って空をかけながら全ての聖火の柱を灯していく。それから下って峡谷を抜け、途中にある聖火台を灯すんだ。そして山の王が眠る洞窟にたどり着いたら、最後に聖火の祭壇に火を入れる。Klingt so, als müsste ich gleich Kirch irgendwie abbekommen, ne? Aber ich glaube, der kann irgendwie so was Gleiches wie diese Dinosaurier, ne? Der kann auch irgendwie so durch die Gegend schwingen. Auch du kannst das, Paimon.Trotzdem tut es niemand in Frage stellen. Jemals, überhaupt, immer. もし引き返したらどうなるんだ?火が消えちゃうとか。ああ、自分自身に火がつくかもしれないな。オイラたちも今日その規則通りにやらないといけないのか。いや、今日は簡単な練習だから順番は気にしなくて大丈夫だ。聖火を使って汚れを取り除き、全ての聖火台に火をつけてくれればいい。準備はいいか。いや、もう一度おさらいしておこう。種火を取り、汚れを取り除き、すべての聖火台に火をつけてくれ。それじゃ、私はゴールで待っているよ。Alles klar. So, keine Reform. Ich werde das schon lernen. Wird sowieso trotzdem nochmal angezeigt. So, ich brauche dich wahrscheinlich, ne? Boah.Ich glaube, das ist, ne? Muss ich ja machen. Muss ich euch erledigen? Ach, das hier, mein Gott.
Ja. Also. Pff. Nein. Ich weiß, ich habe das Tutorial nicht gelesen, aber normalerweise ist es halt immer ziemlich selbsterklärend. Ja, diesmal anscheinend wohl nicht, ne? Muss ich doch irgendwo was hier machen? Ich sag doch, ich hätte das machen müssen. Vorhin hat er nicht geklappt. Deswegen wollte ich das hier so absorbieren. Deswegen ist das Ding auch hier. Aber diesmal ging das nicht. So, wo ist das nächste? Mein Gott. Ich wollte schon sagen. Hätte ja was von rüberschwingen gesagt. Da. Da muss ich jetzt mal so eine Blume hier finden oder was? Da kann ich von hier aus schießen. Was ist denn jetzt hier wieder so eine Blume? Ja, müssen wir auch so ein Ding ergeben, ne? Das kann ich ja nicht machen. Ja. Okay. Bringen wir jetzt das Ding zu haben, wenn ich sowieso ja Feuer schießen muss. Aber ja. So, kann ich euch beide treffen? Ja, ne. Ne. Warum auch? Was ist ein Weg? So. Jetzt war ehrlich hier. Na, geh weg. Danke. Ich habe keinen Nerv auf so was. Echt? So wie ich mich angestellt habe? Oh Gott, ihr Typen seid kacke. Palmo, das sicher auch schon. <笑>開演の夜まであと数日ある。無事に適切な有価者を見つけたと。族長や他の重役たちに知らせないとな。そいつらの同意が必要なのか？何人かが期日に出てほしいと望んでいるんだ。でもそれは彼らがあんたに会ったことないからだろう。有価者を探すのはこの私の役目だ。ちゃんとあんたを押しておくよ。 一つ確認したいんだけど、オイラたちよそ者にそんな重要な仕事を任せて本当にいいのか？あそこが見えるか？ブルキナと山の王が住んでいる。そうだ、わいしょ、だいぶしょ、あいさこんだ。あるかん昔。あ、どんたいそのテンプル。ただが、ある事件によって先祖たちはやむを得ずあそこを離れたんだ。 今や、そこは若者が勇気と冒険心を鍛える場所となっている。山の王の問題を無事解決しなければ、同じ鉄を踏むのにそう時間はかからないだろう。さっきの質問に戻すが、そういうことがあったからこそ、あんたの実力なら全員うなずいてくれるはずだ。なるほど。本当に緊急事態みたいだな。後でうちに来てもらってもいいだろうか。 儀式の詳細について話したいことがあるんだ。わかった。じゃあまた後でな。よろしく頼む。
いろんな祭事に参加してきたけど、今回の依頼はちょっと変わった感じだな。一休みしてからトリニダードの。Ende der Quest. Das ist ja Ende der Quest, oder? Gott, er ist so cool. Er steht einfach nur da und sagt nichts. Aber schon wieder die Quest. Ja, da waren jetzt schon wieder 16 Minuten Cutscenes und 4 Minuten Gameplay. Dieses Spiel muss echt mal irgendwie dran arbeiten. Hier diese. Ach. Das Spiel muss echt sein Pacing irgendwie mal überarbeiten. Da habe ich sogar was gesehen. Warte. Ja, genau hier. Diese Dinger brauche ich immer, um mir Erz herzustellen. Boom. Na, dann habe ich auch noch welche gesehen. Die Dinger brauche ich immer. Bald habe ich alle Waffen hergestellt. Abgegradet und so. Dann ist halt endlich vorbei. Mit dem Grinden. Mit den Waffen jedenfalls. Mit den 4-Sterne-Waffen jedenfalls. Kommen ja nur die 3-Sterne-Waffen, aber die benutze ich sowieso nicht. So, das war die Quest anscheinend, alles klar. Gut. Hat eigentlich lange gedauert, aber jetzt kommt wahrscheinlich wieder die längste, ne? Gehen wir mal hier rein, ne? Holen wir uns schon mal. Oh, und da sitzt er schon. Holen wir uns dann so Belohnung ab, boom. Aber ich schwöre, wenn die mir nächstes Mal wieder ein Zeitlimit geben, ne? Für die eine Quest, dann raste ich aus. Das geht mir nämlich ziemlich auf den Nerven, dass das Spiel einen irgendwie mehr oder weniger zwingt, diese Dinger so schnell wie möglich zu erledigen, damit man Belohnungen bekommt. Da finde ich zum Kotzen. Ich will das in meinem eigenen Tempo machen. Auch wenn das immer nur 60 Primal Gens sind, ne, aber man braucht so viele wie möglich, ne? Von daher. Aber hoffentlich wird das kein Trend in Genshin Impact, weil sonst wird das super nervig in Zukunft. Schön, dich wiederzusehen. Ich glaube, als nächstes kommt ja ein neuer Charakter von Kachinas Stamm, ne? Von dem Stamm habe ich noch nicht die Quest abgeschlossen. Dann machen sie bestimmt irgendwie nächste Woche auch wieder so, oh, schließ diesen Ding so schnell wie möglich ab, dann kriegst du Belohnung. Darauf habe ich keine Lust, Mann. トリニダードは。トリニダード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 。
つまりアビスの力を完全に取り除けば山の王は永遠の眠りに落ちるということだ。過去の儀式ではアビスの力を半分ほど取り除くことで山の王を死なせることなく目覚めさせない折衷案を取ってきた。確かに具体的にどれくらい取り除けばいいか言われてなかったな。でも後で詳細を話すって言ってたけど。ならすぐわかるだろう。もし本当に山の王を殺そうとしてるなら、オイラたちどうすればいいんだ。Ich glaube, es ist zu spät, einen Rückzieher zu machen. Wir sind dem nicht gewachsen, mein Gott. それに答えるいい機会にもなる。Gut, wir werden da sein. Ah, 待ってる。Abmachung mit Kinnitsch, Akt 3. Okay. Wo muss ich hin? Nein. Lass ich mal eine Abkürzung. Ey, yo, was geht?Trini Dad, wie geht's Trini Mom? Hallo Mörder, ich meine Trini Dad.私たちは時代とともに変わっていかなければね。キーニチもやりたくないみたいだしな。ああ、さて早速儀式の詳細を説明しよう。昨日は同化の儀式について伝えたが、今日教えるのは山の王を浄化する方法だ。Wie funktioniert das? 簡単さ、聖火を使えばいい。私たちは長年儀式をやってきたおかげで、その作業に慣れている。Der Typ will uns eigentlich nur ausdrücken, damit wir das Viech töten. Wie brutal. 肝心なのは、聖火を使ってなるべく多くのアビスの力を取り除くことだ。そうすれば、山の王の眠りを確実に維持できる。Solange wird er schlafen. Paimon. もちろん。Sehr auffällig. この儀式では、有価者がいくら力を尽くしても、アビスのエネルギーを一部しか取り除けなかった。この儀式を定期的に行わないといけない理由もそのためだ。その点、あんたはアビスに対抗することにおいて経験豊富。昨日も成果を見事に使いこなしていたしな。あんたなら山の王の体内にある。Alter, hast du gesehen, wie lange ich gebraucht habe? Ich hab's nicht gecheckt, was ich machen musste. そうすれば、私たちはこれから長いこと脅威に怯えずに済む。旅人。Ja, Paimon, ich weiß. こちらの要求を聞いても動じないと。Ganz unauffällig, Paimon. 他に注意すべき点はない。儀式は3日後だ。時間になったらまた知らせよう。それまで手が空いているのなら集落を回ってみるといい。Gott, da muss ich ja schon erwarten. 重役たちもあんたの顔をみんなに見せておきたいと思っている。ああ、あとこれはついででいいんだが、もし部族の人が悩んでいたら手を貸してやってくれると助かる。みんなの悩み事も解決しなくちゃいけないのか？それで追加料金をもらうべきなんじゃ。ちょっとした提案さ。あんたみたいな英雄は部族内での評判を集めておくべきだろ。ここ数日は私も集落にいる。もし何かあればいつでも私のところに来てくれ。OK。出た通りみたいだな。早くあいつのところに行こうぜ。さあ。Vayner, du bist der Häuptling, genau. Ich habe ja schon getroffen. Kinichi, Trinidad. Ah, 分かってる。
顔に書いてあるからな。旅人、パイモン。すまない。二人の出迎えに遅れてしまうとは。族長としての職務を下ろすことになってしまったな。Und der hat gerade so reagiert, als wenn wir ihn, hätten wir ihn zum ersten Mal getroffen. Ja, das ist uns ein Vergnügen. Sudden ist einfach genügend.炎を盗むユパンキ、アビスへ向かったブルキナと山の王、それらは誇りと信念を与えてくれる貴重な歴史だ。山の王を殺すことは私たちの精神を殺すことに等しい。もしそんなことになれば、ヤガミの国にいる先祖たちに合わせる顔がない。ナンナのことは気の毒だと思ってる。だからトリニダードを責めるつもりもないけど、部族のためにも山の王にもしものことがあってはならないんだ。それはかがり木の民の根幹に関わるものだからね。どうか二人には慎重にこの件を考えてほしい。Gibt's keine Lösung, die beide Seiten zufriedenstellt? かもしれないが、まだ見つかってない。すでにいろいろと試しもした。ひとまず、今は二人の考えを聞かせてほしい。What?Ja, meinetwegen. Ich hab doch gar... Leute. Ja, wir wollen das Viech nicht töten. Ja, ist das so schwer zu begreifen. Lass uns rumlaufen und noch mehr reden. Sofort. Wer braucht schon Gameplay? Okay, geh mit Kinnisch zur Seite. Back and to the left. Okay. Shinichi, Trinidad に頼まれた時、お前がどうして受けなかったのか分かったぞ。厄介な頼みだって知ってたからだろ。しかも追加料金を理由にするなんてずるいぞ。厄介なのは本当だ。それに理由も嘘じゃない。この件を解決するには別で代償が必要になる。Also, das war ein Plan. 試してるところだ。本当か？オイラたちにも教えてくれ。パイモン、俺に用があったんじゃないか？あ、そうだった。なんだっけ？なあ、あ、そうそう、アハウのことだ。あいつ、本当に失礼なやつだよね。Das ist der Punkt, wo ist er denn heute? Tashkani, Aizwa Sekaka Himmagatr. Dagra, Aru Senseni, Schitzkettemorau Kotonista. Schitzkero? Aizuga Kibis, Schitzkerade, Tokoro, Chatto, Mitte, Vitaida. Ari? Demo, Aizuno Hanashito, Omaitachua, Abis no Kihai, Shirabeter Tokoi, Tetazo. Konoketo, Nanika, Kanke, Gorunoka? それがまさに俺の試してる方法だ。俺はリュウカリ人だが、時にアビスを狩ることもある。以前、紫の魔剣を受けてある隠された空間に足を踏み入れてな。後で知り合いを調べると、そこは十分に。Ich muss in so viele Weltquesten in Nattland gegen diese blöden Hunde kämpfen. Die kotzen mich an. その紫の魔剣も、den blöden Bluteffekt hier.獣域を見つけ、その中のものをすべて取り除き、山の王を入れてやれば、生きていても部族を脅かすことがなくなる。いやいや、方法がちょっと雑すぎないか？本当にうまくいくのかよ。当然、いくつか問題もある。例えば、山の王が獣域に長くいた場合、状況が悪化する可能性も否めない。だが、一時的な解決策とはいえ、今の俺たちには必要だ。それに、部族内の対立は何も昨日今日に始まったことじゃない。族長はどうしても山の王を守りたいと考えてる。確かに、
ワイナは山の王じゃなくて、あくまで部族の文化と栄誉を守りたいんだよな。まあ、だが一方で、トリニダードは目の前の人は、Leben von dem ist allen vollkommen egal eigentlich。身の回りの人のことを大切に思ってる。Man seid ja gestört darauf。理解できることだ。家族や友人の命を犠牲にし、過去の栄誉を守ったところで、それがいいことなのか、残されたものの代わりに答えることなど誰もできない。本当に難しいな。まあ、ひとまずその問題は置いとくとして、仮にお前の計画通りに行動する場合、その獣域はどうやって探すつもりなんだ？あの犬たちって急に裂け目から出てきて襲ってくるけど、こっちから攻撃を仕掛けに行ったことなんてないぞ。場所の検討はもうついてる。Willst du das wirklich tun? Na, da. Wird's noch hoch und gerade noch? Nein, Kedo. Demo, Abyss noch Skarao Liosurto. Nandaka, Fukona Kotoga Oxona Kigaste. Yamano, Imano Sugata Nistano Date. Abyss noch Skaradao. Hokano Hitomo Kito Nazuite Kurenain Jamaika. Moshi Fukona Kotoga Okita Tostara. Sorewa Haraubeki Daisho Data to Yukota.この世のすべてには値段がついてる。炎を盗むユパンキだって例外じゃない。今回山の王が突如暴走したことによって部族内の対立はより激しくなった。一刻も早く解決しなければ誰も前に進めない。そうだな。ところでお前が言ってた取引ってなんだ？オイラたちアビスの力のことは別に詳しくないけど、俺のために時間を稼いでくれればそれでいい。入荷者をやってくれと毎日説得に来るやつがいるんだ。だがそいつらの相手で時間を無駄にしたくない。もし手を貸してくれるのなら報酬も渡そう。ああ、ich bin schon wieder voll nach Filler。その働きに見合う報酬だ。Gut, aber wie halten wir die Leute vom Hals? これまで同様、部族の人間に顔を覚えてもらう。そして新たな有価者が来たと知ってもらえばいい。そうすれば、俺は儀式をやるよう言ってくる奴らを避け、well, I'm a viral. 呼び出す方法を考えるのに時間を当てられる。決行は儀式の当日。その日、山の王には住処を移ってもらう。めちゃくちゃだな。キニチ、お前の冒険心ってどうなってんだよ。もし族長やトリニダードたちがこの方法に反対したら、どうなるかちゃんと考えたのか？その時あいつらはまた同じ陣営となって、俺はその反対側に立つだけだ。部族に必要なのはあいつらのようなリーダーだ。俺みたいな金で仕事をするリューカリ人じゃない。そうだぞ。Für dich, das klingt so, als würde für dich keine Mauer rausspringen. 同意したってことでいいのか？Ah, wir können das versuchen. そうだな。もしかしたらこの数日間のうちにもっといい方法が思いつくかもしれないし。ああ、これからしばらく集落内を歩き回りながら部族の奴らを有価者のお前ならきっと人気者になれるだろう。うまくいくことを祈ってる。 OK、 warum nicht? So、 ach、 nee。8 bis 12 Uhr. Okay. Ja, natürlich ist er immer. Ich hasse es, wenn das Spiel immer zwingt zu warten. Ich verstehe sowieso nicht, weil die Zeit irgendwie zu tun hat mit dem Spiel irgendwie.Ja, auf einmal. Und ich habe mir die 20-minütige Cutscene gerade angeschaut. Ich nehme an, das Spiel nimmt echt an, irgendwie als würde man irgendwie, weil ich ein paar Minuten rumlaufen, bis der Tag vorbeigeht. Dann erinnert ein paar Mann so, oh, weißt du noch, als wir mit Killich gesprochen haben? さっきの言葉を取り消さないともう絶好だかんな。
Toba, Funi, do ist denn da? Funi, ga, Yamano Ou no warugutsu o itta nda. Yamano Ou wa eiyū na no ni. Hm. 数百年前 war so datta kamoshirenai kedo, ima mo chigau desho. Hör auf zu streiten, ihr seid doch beste Freunde. Kino wa so datta kamoshinnai kedo, ima wa mo chigau ne. Mo ii. Yappa papa no yū toori datta. Monogoto wa itsumo henka shite runda. Mae o mukanakya. Kino made tomodachi datta kedo, kyou kara wa mo tanin ne. Oi oi. Natürlich, ich bin Experte in solchen Dingen. Papa hat gesagt, dass die wichtige Sache war. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das Wen interessiert schon Kinich? Bewundert mich. まだ金一お兄ちゃんと話したことないのに初めての会話が説教だなんて私だって本当は喧嘩したくなかったんだよ山の王の悪口を言っただけなのにIr sorgt euch umeinander. Der Berg König kann daran nichts ändern. お前たちが友達じゃなかったらトバもリュウの赤ちゃんを探すのを手伝ってくれなかっただろう。わかった。 旅人のお兄ちゃんとパイモンお姉ちゃん、あと金一お兄ちゃんに免じて謝ってあげる。トバ、山の王の悪口を言ってごめんね。パパはナンナのことを本当に大切にしてたんだ。ナンナがいなくなって私も寂しかったから。俺さっきは言い過ぎた。 俺も旅人のお兄ちゃんとパイモンお姉ちゃん、それから金一お兄ちゃんとナナに免じて謝るよ。ごめんな。よしよし、これで仲直りだな。うん。トバ、これからはもうあなたの前で山の王の悪口を言わないようにするよ。私、パパが開演の夜で使う布を買わなきゃいけないからもう行かないと。また遊ぼうね。 Alles klar. So, das wären schon mal zwei Follower. Die Sachen ändern sich wirklich. Na gut. Muss ich wieder warten? Wir müssen ja drei Tage warten, ne? Warum ist der Text so lang, wenn er hier... Boah. Du fliegst doch die ganze Zeit, Paimon. Bist du nicht aus der... Was? Du fliegendes Etwas bist nicht aus dieser Gegend? Warum stellt niemand in Frage, was Paimon ist? Ich habe noch nie jemanden gehört, der ihm Frage gestellt hat, was Paimon ist. Alle akzeptieren sie einfach. Ja, das hast du gerade. Knie nieder vor mir.
君がそうなのか。へえ、これは驚いたな。今回開演の夜には参加しないから新しい有価者に会えないと思ってたんだけど、まさかこんな形で会えるとは。今日は本当についてる。開演の夜に参加しない。もしかしてお前も地元の人間じゃないのか。そんなわけないだろ、よく見てろ。Okay. Ich dachte, er macht irgendwie dieses Gebet von Final Fantasy X, wo die Hände so mit den Händen so einen Kreis bilden. Hey, すごいな。でもだったらなんで今回は参加しないんだ。いやほら、山の王の問題がちょっと深刻そうだろう。今や集落だって安全じゃない。この前も。トリニダードの竜が悲惨な目にあったって聞くし、重要なのはこの問題をどう解決するかだ。上の人たちが解決案を出さないのは揉めに揉めてるからかもしれない。あと数日したら誰々があいつを怪我させたなんて話を聞くかもな。だからいっそのこと集落の外に出て冒険してみようかと思って。なんだかがっかりしてるみたいだな。いやいや、そんなことないさ。だって外に出るちょうどいい機会が手に入ったんだぜ。かがり木の民の男はいついかなる時も前を向くべきだ。どこに行こうと、この部族の出身ってのが誇りなんだぜ、俺は。実は竜の遺物研究会に連絡して簡単な試験を受けることになってな。研究に使えそうなものを一つ見つければ入会させてくれるそうだ。竜の遺物研究会？聞いたことないか？古代の竜を研究する。それはシャツ座。シャツ座を見たこと。その時代のものに目がない奴らなんだ。そういえば、君たちの前任の有価者と一緒にいる竜もその時代の遺物だって聞いたぜ。アーハウって竜の時代の遺物なのか？お、なんだ？Ah ja, er sah ziemlich retro aus. Ja, これは知ってるか？あいつらは謎に包まれたとある遺跡で契約を結んだらしい。研究会の人によると、そういう契約には大きな代償を伴うんだとか。なんか怖そうだな。ま、実際どうかはわからないけどな。でも、それが事実だったとしたら、耐えられるのはキーニチくらいだろう。あいつは契約や代償のことをよく理解している。間違っても損するなんてことはないはずだ。そういえばこの間外で変な壁画を見かけたんだが、そこに竜と人の姿が書いてあってな。もしかしたらあれは竜の時代に行われていた契約の儀式を記録したものだったのかもしれない。そういうのも竜の遺物に含まれるのか。あ、もちろん。あれを撮影できれば教会に入るための切符を入手できると思うんだが、最近はアビスの汚染がひどいだろう。それに壁画の近くで魔物が出たって話も聞く。物騒だからもう少し様子を見ることにしたんだ。お、でもただならぬ雰囲気を漂わせる二人なら手伝ってくれたりして。写真を撮るだけだろ、簡単そうじゃんか。普通の魔物くらい旅人の敵じゃないぜ。え、本当に手伝ってくれるのか。おう、今まで手伝ってきたことと比べたら。全然 auf Fame suchen und so。おお、エンジン様よ、冗談じゃないよな。ピュアアイション im Himmel。Die sind nicht tot。の国の開演も君たちは燃やせないだろうな。Ja, meine die vorigen Pyrarchon, keine Ahnung, ja. So, aber vorher. Hallöchen, du hübsche. Ausgezeichnet.
muss ich hin? Schon wieder hier hin. Okay. Dann gehen wir mal gucken. Drift on. Das sagt sie. Boah, ist natürlich sind die Viecher. Diego, okay. Wir hatten bisher 50 Minuten Cutscenes, vielleicht 45 Minuten Cutscenes und 6 Minuten Gameplay. Ey, was geht? Ja, sie habe ich ein bisschen hochgelevelt. Ihren Skills. Gegen die Viecher da, dann immer noch vor lange. Ich glaube ja mit einem ziemlich ungünstigen Team rum, aber was soll's. Oh, der ist durch. Ah, ich hatte das aber gegen die Viecher zu kämpfen, die halten so viel aus. Ihre Attacken machen so viel Schaden, weil die so blöden Blutschaden machen, was mehr oder weniger Gift ist. Ich hasse es, gegen die Viecher zu kämpfen. Na, komm her, wer, du teleportierst dich weg. Was ist das? Boah, das gibt's jetzt nicht. Ey, willst du mich auf den... Boah, ein echt beschissenes Team hier für sowas gerade. Grinden tue ich gerade irgendwie mit einem viel stärkeren Team. Nicht einfach alles wegpuste. Oder die halten einfach viel zu viel aus. Sind auch 12 Level über mir. Ja, das gibt's jetzt nicht. Warum bist du her, du blödes Stück? Mein Gott. Ach. Oh nein, die Helikopter sind am Tanzen. Scheint ziemlich klein zu sein. ここ大の壁画って壁一面に描かれてるイメージがあったけど、これじゃまるで誰かが適当に描いたものみたいだな。でも一応聞いた内容とは一致するぞ。リュウと人間が描かれてる。これが古代の契約の儀式なのかな。まあよくわかんないし、とりあえず写真を撮っとくか。 Okay. Ach, ich muss auch noch ein Foto machen. Na ja, boom. Ja, mein Ding. Hat man eigentlich jetzt gerade meine Dings gesehen? Nee. Das hätte ich halt nämlich rausschneiden müssen. Ja, was geht? Doroboka. Ponsenisa. Oreolimo, zieht den einen Antenna. Sinkets, so soll ich da was noch kein Kino Tamamono. Zembu, Anno Maiba, noch geht er jetzt nicht toller Tor. Ja, was geht? Die sind da immer noch am Tanzen. どれどれ。どれどれ。才能あふれる君たちにエンジン様のご加護が。Ich habe irgendwie gehört, die Synchronsprecher sind irgendwie am streiten gerade.
Weiß nicht, ob damit die japanischen, wahrscheinlich die englischen, ne? Ich glaube, die sind damit gemeint. Die konnten noch nicht mal irgendwie Genshin Impact Twitter immer irgendwie so einen Stream irgendwie machen, wo die irgendwie die neuesten Sachen in den nächsten Versionen immer vorstellen. Angeblich wurden da irgendwie so zwei random NPCs irgendwie genommen, die halt vorgestellt haben. Weil die Synchronsprecher am Streiten sind. Ich weiß gar nicht, wie sich das irgendwie darauf auswirkt, auf das nächste Update. Da kommt ja in ein paar Tagen. Obwohl auf die japanische Synchro wird sich das ja sowieso nicht auswirken, ne? Deswegen wird sich wahrscheinlich da nichts ändern. Aber ich bin mal gespannt, wie das da weitergeht. Ja, vielleicht haben die auch schon im Voraus aufgenommen, ne? Kann sein. Aber irgendwie sind die am Streiten oder so. Streiken, keine Ahnung. Die dürfen irgendwie nicht aufnehmen anscheinend, so wie ich das verstanden habe. Was auch immer das bedeutet. Mein Gott, was für ein Zufall. Warte mal, wie ist der Typ ein weltberühmter Buchautor, der für ein bestimmtes Buch bekannt ist, wenn es nur ein Buch davon gibt? その全てが水の泡になってしまった。取材に行く途中、待ち伏せしていた奴に襲われ、カバンごと奪われたんだ。その中には本が入っていたというのに。どうやらその本とともに、ポンセ兄さんの魂も吸い取られたみたいでな。それで屍場根みたいになって、この辺をうろついてたってわけさ。二人の尊き客人よ。トバとティアゴを助けたように、どうかこの老いたガクトにも。 手を差し伸べてくれないだろうか。Okay. Hier da hinten. Hört auf zu tanzen. Die habe ich getroffen. Das gibt's jetzt nicht. Jawohl. Ah, ich habe die getötet damit. Ausgezeichnet. So. Ich muss ja mein eigenes Gameplay hier erstellen, ne? Meckern, wir sind gar nicht voll AP. Oh. Oh Gott. Du Penner. Versuch's doch. Boah. Ehrlich? Den schnapp ich mir. Sechste, du kannst mir entkommen. Aber ich muss den echt einholen. Boah. Eine Sekunde vorher noch, ah, nimm das, ihr Penner. Nein, bitte tut mir nichts. あの貧乏人のおっさんのカバンにはボロボロの本とペン、みすぼらしい服しか入ってなかった。まさか一モラも持ってないとはな。そんで腹が立って全部捨てたんだ。 半日の労働
これまで手に入れてきた戦利品を開演に焼かれたって文句は言わない。よく言うぜ。でもまあ確かに嘘じゃないみたいだし。Tut er das, Paimon? どうするか。Lass uns zurückgehen. そうだな。誰かに拾われてないといいんだけど。Wenn das in einer versteckten Höhle. Witzutron では開演は英雄の象徴とされているが、一方で宿命をめぐる負の暗示も含まれているようだ。この点は歴史に記録されている開演の持ち主の運命が最終的に異様な結末を迎えていることからも証明されている。まるで全てを超越した力が彼らの所業を監視し代償を求めているかのようだ。生涯絶対に過ちを犯さないとそう開演に誓えるものならまだしも、ユパン期の開演、孔明の研究をまとめた素晴らしい著作だ。こんなものを道端で拾えるとは。どれ、著者は？ポンセ。名前からもそのものの知性が垣間見える。たく黙りやがれこの本のゲスムシ。偉大なるググルアハウにそんな騒音聞かせんじゃねえ。これほど研究価値のある歴史が記されているというのにお前は興味をそそられないのか。何しか fang von dem。 笑わせんな。この本には驚くべき考察が書かれている。マリポという孔明を持つ者は不慮の死を遂げるとな。もしやこれは代償そのものの代償なのだろうか。何言ってやがんだ。キーニチが不慮の死を遂げるってことか。そうなったらやっとあいつの体を乗っ取れるな。My God。 偉大なるググルアハウに教えろ。その日はいつ来る。お前は悪党そのものだな。改心する様子が微塵も見られない。お前と比べると俺たちアビス教団でさえ純粋無垢な存在に感じられる。へっ、うぬぼれやがって。この偉大なるククルアハウと比べる資格がお前たちにあると思ってんのか。そんな資格を持つようになったらお前たちが滅びる日も。Wieso klingt die Stimme wie ein Mix aus? Wieso klingt die Stimme so, als wäre, als hätte Naoto irgendwie sich mehr ein Beispiel an Killer Bee genommen? So, so ungefähr hört die Stimme an. だがそれらの廃墟で舞い上がった塵はやがて時間の頭上で渦巻き文明の精神となる。偉大なるクフルアハウ、お前はまさに古の時代の要人。お前を観察する機会を得るために俺はかなりの代価を払ったんだぞ。さあじっくりと観察させてもらおう。お前の体内にあの時代のかけらがまだ残っているかどうかを。Okay. Dark. ごめん、ポンセおじさん。結局本は見つからなかったぞ。これまでの心血がすべて無駄に。まあ。ポンセ兄さん、そう落ち込むなって。ほら自分で書いた本なんだから多少は覚えてるだろう。なんとか開演の夜の前までに書き上げたのは部族の問題を解決する手がかりになると思ったからなんだ。だがもう。Du meinst, du kannst das Problem mit dem Bergkönig lösen? 確信はないが少なくとも参考にはなっていたと思う。本当か、ポンセおじさん。何かいいアイディアがあったのか。ああ、マリポの力が問題解決の鍵になるだろう。
でもポンセ兄さん、コメイに何の力も宿ってないのは周知の事実だろう。まあ精神的な力は別として、さあみんなポジティブ。マリポは例外だ。マリポは初代エンジンの時代に由来するものだから、シュバラン家様の力がまだ残っている可能性が高い。確かに子供の頃じいちゃんからそんな話を聞いたな。けどさ、俺が5、6歳の時に信じてた話だぜ。その年になってまだ信じてるのか。嘘じゃないぞ、ちゃんと証拠だってあるんだ。証拠って？山の王が今なお生きておられることが証拠だ。アビスによる影響だと皆思っているが、それは一つの要素に過ぎない。英雄ブルキナがマリポの力を召喚したことこそが決定的な要因だろう。だがその代償として彼は自らの命を差し出した。信じないというならこう考えてみろ。アビスの力に汚染されたのにかえって寿命が伸びた。普通に考えてありえないことだろう。旅人、ちょっと状況が違うけどなんか拾っちゃう。マリポとは代償との引き換えを行う。ich glaube, sie hat wahrscheinlich gerade darauf angedeutet. というのが私の持論だ。Danke, jetzt habe ich noch nicht. Hätte ich das nicht an die. Ja.初代エンジン様に由来する。Ja, die Helikyole. 大同盟時代の。Trotzdem metzen wir die immer noch ab. 八神の国に埋葬されたそれは、きっと、コメイの主が再び呼び戻してくれるのを待っているに違いない。落ち着けて、ポンセ兄さん。なんか、どんどん鼻息が荒くなってるぞ。ああ、すまん。とにかく研究でたどり着いた結論を携えて、キギニチを訪ね、今回の開演の夜に参加するよう頼むつもりだった。自分の妄想が正しいことを証明するために、Hey, Kenneth. Stimmt, das ist deine Story. Gott. キギニチ、なんでお前がここにいるんだ？なあ。Das ist meine Legendenstory. Mein Gott, ich sehe gerade, wie ähnlich der Wanderer aus. Wie ähnlich der Wanderer ähnelt er. Sogar vom Charakter ist er ziemlich ähnlich. Alles klar. Sprich mit Kinnitsch an der Seite. Was ist deine Faszination mit der Seite, Kinnitsch? Sag's mir. Hast du einen Weg gefunden? Ich steck mal kurz einen Schluck. Oh. Ja, den gehört. オイラの気のせいかな。今はノーコメントだ。ただ500年前の戦争について俺はもう一つの事実を知ってる。ブルキナが死んだ原因はアビスじゃない。彼は意識の乱れた山の王によって殺されたんだ。だが死ぬ直前で、彼は sieht eher so aus, als würde er ihn nur so greifen, so hör mal, was hast du mal meine Mutter gesagt? 自分の血と力を山の王に渡した。山の王のような強大な存在の方が部族にとってより価値があると判断したのか、それとも単なる友情からだったのか。もしその犠牲によって開演が召喚された、あるいはその犠牲こそが開演の力の現れだとすれば、俺は納得する。キニチ、とんでもない量の情報をそんなさらっと言うなよ。これは度重なる儀式を通じて山の王と接触し、その混乱した意識の中から俺が少しずつ感じ取ったものだ。お前らがトリニダードから聞かされた物語は
実は都合のいいように少しだけ調整されてる。山の王の意識の中にあったのは混乱だけじゃない、苦痛や屈辱もだ。そしてそこから解放されてしまった。Schmetz mal ihn doch ab。そうなのか。じゃあどうすればいいんだ？あいつを解放してやるべきなのかな？Ach, der respawnt doch immer nach 5 Minuten。当初の計画通り、スミカを移ってもらう。Sie ist immer noch selber. Ich kann nicht, これが唯一の答えだからな。山の王は部族が誇る英雄で、人々の心の支えでもある。その偶像は決して倒れてはいけない。だが、奴が原因でたびたび悲劇が起きてるのも事実だ。これ以上、悲劇が繰り返されないよう食い止める必要がある。はあ、現実的に考えるのって。すっごく頭が疲れるぜ。これからはほどほどにしような。まあ、今してみぞ。実験にちょうどいい場所を見つけてやる。明日は頼んだぞ。Das wird eine schwere sein, ne? Wie vorher wetten. Jetzt muss ich wieder warten bis zum nächsten Tag. Alles klar. Na, trinke ich noch mal kurz einen Schluck. Wenn ich dafür Zeit habe.Ich glaube nicht. So. Weiß nicht, was das für Wasserflaschen sind, die ich mir in letzter Zeit hole, weil ich sind. Die haben jetzt irgendwie so. Letztens kaufe ich immer so Wasserflaschen, die haben irgendwie den Deckel an dem Ding dran.Und die sind irgendwie voll schwer wieder dran zu drehen. So, da ist unsere Quest, unsere Dungeon für heute. Zeit schaudo da na. Oh, nanda. Waga Jūsha no Akuyūto mo janai ka. Kono mae no bure o ayamari ni kita no ka? Kondo koso waga hai o ogamitai no da na? Hum, yokaro. Waga hai no ashi ni kuchi zuke suru toi.偉大なる聖竜ググルアハウを崇めることを許そう。キニチ、教育係をつけたんじゃなかったのか？全然その成果が見えないんだけど。偉大なる聖竜ググルアハウを教育するのは。Ich sehe keinen großen Unterschied zwischen ihnen und Paimon. もう持つものなどいない。Wie hältst du das nur aus?パイモンみたいな優しい仲間と出会ったことがないからかもな。おいら、褒められたのか？ああ、こいつとパイモンを比べて、やっとその差が分かった。キンニチってめえ。一滴の唾液で溺れ死ぬような空飛ぶアリンクを、偉大なる聖竜、ググルアハウと比べるなんて血迷ったか？お前が死んだら、その亡骸をめっためったにしてやっからな。そんで、お前の名声に泥を塗りまくってやる。旅人、パイモン、そろそろ本題に入ろう。獣域が開いたら、こいつも投げ入れてくれていい。絶対そうしてやるぞ。これは、ある取引で手に入れた装置だ。基本の役割は獣域ハウンドを引きつける餌だが、アビスのエネルギーを安定させる効果もある。餌に釣られた獣域ハウンドが空間を切り裂いて出てきたら、奴らを片付ける。その後、その空間の裂け目を利用するんだ。Wie bist du dazu gekommen? 時期にわかる。早速、試すとしよう。Na gut. Das kann schon Schlimmes passieren, ne?Müssen wir gegen diese blöden Wolf kämpfen, ne? Und wir spielen als ihn, sehe ich gerade. Ich weiß gar nicht, was er hat. Was ist er überhaupt? Er ist Dendro. Zahn des Bergkönigs. Okay, Pixel. Ich weiß gar nicht, was er alles kann. Ich glaube, er kann auch hier. Wow. Matzop.Okay. Ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe.
Oh, ich fühle mich, als würde ich gerade Sora in der Waisenform spielen in Kingdom Hearts 2. Keine Ahnung, was hier gerade passiert. Pixel Art. Ich bin irgendwie an ihn dran gefesselt. Oh, es gab wieder so einer. Was sind überhaupt diese Typen? Die sind auch irgendwie voll wichtig für die Story, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden irgendwas voll Relevanz eine Charakterstory herausfinden. Danke. Kennen ihn? Kannst du meine Erinnerung mal bitte auffrischen? Das Ding, das ich selbst sagen kann. Könnt ihr ja bitte mal irgendwie referieren, ja? Von wo wir uns kennen? Wenn ich auch mal wieder weiß, was hier los ist. Was ist ein echter Name? Was? Du meinst einen masochistischen Anteil? Was hast du dann hier? Okay, tun wir uns jetzt hier nur Trash talken oder? Was für jüngste Aktivitäten? Mein Gott, sonst tut ihr auch immer alle erklären. Das Honey und Toba ist Ohrgauen. Aha,
尊き聖竜ググルアハウは誰の仲間でもないのだ。心配するな。アハウには餌になるよう俺が頼んだんだ。結局釣れたのはこの役立たずだけどな。アビス教団だっけか。完全に期待外れだ。従者のキイニシごときに手こずるとは。へっ、何日もこいつの騒音に耐えてきた甲斐がないぜ。Was passiert da gerade? Kann man den Typen nicht einfach verprügeln? アハウへの教育はあまり効果がなかったみたいだな。仕方がないだろう。アビス教団はアビス教育団ではないのだからな。ゴミ教育団にでも改名したらどうだ。キイニチ、こいつはもう使い道がねえ。やっちまえ。旅人はどう思う。Lass uns gehen. Ach, verdammt. Wer bist du?逃げ足なら誰にも負けない自信がある。俺の人間様をしかと脳裏に刻んでおくといい。それと次に会った時はもう少し優しく接してくれ。わあ、また逃げられたぞ。追いかけなくていいのか。構わないさ。今はあいつにこだわる必要はない。かなりの不幸を抱えているようだ。返済の時間くらいくれてやろう。そういうならオイラもいいけど。でも、キーニチがアビス教団を取引するなんて、ちょっとびっくりしたぞ。あいつの言葉を借りるなら、名前はあくまでも表層的な代名詞だ。アビス教団であれ、アビス教育団であれ、ich kann mich nicht daran erinnern. Ich kann mich nicht mal an die Quests in...Sankonomia erinnern. Oder Enkonomia, das ist ja dieses eine Gebiet hier. Das ist ein komplett separates Gebiet, ist hier unter Inazuma. Na, du Hodo. Taskan, Enjo, Nayaz. Mada, so komma, der Urete, Nakte. Kokua, Kutte, Hodo. Also hätte man die Quest gar nicht machen können, wenn man nicht vorher Enkonomia gemacht hätte.って言葉はこの偉大なる聖竜ググルアハウのためにあるようなもんだからな。たく、お前は一体何なんだよ。お前みたいなひねくれ者見たことないぞ。どうせこいつには何もできない。安心していい。Weil er einen Vertrag geschlossen hat? そんなところだ。あのさ、そういった契約には恐ろしい代償がつきものだって聞いたんだけど。Na, wenn er stirbt, kriegt er seinen Körper, ne? Hagiwa-Stoan-Nada!成果を灯し、汚れを払うことになるんだからな。おお、なんか急に緊張してきたぞ。ここまで来たんだ。なんとしてでも山の王の問題を解決しないとだな。なら、もう一度言っておこう。うまくいくことを祈ってる。いや、viel Glück。あ、またな。Mein Gott, da hatten wir irgendwie eine Chance, irgendwie was Cooles zu machen. Was haben wir gemacht? Wieder nur geredet. Ey, Leute. Ich verstehe die Funktionalität dieses Spiels nicht. Ach, 18 bis 20 Uhr. Ich verstehe nicht, ob das irgendwie so ein Kulturding ist, weil das Spiel aus China ist, ob die einfach so ihre Storys erzählen oder so, aber für mich ist das einfach zu kryptisch.Okay, verstehe nicht. Das Spiel könnte viel besser und viel cooler sein. Irgendwie ein paar coolere Cutscenes und so was alles, ein paar coolere Sachen zwischendurch.
ここ数日あんたたちにいろいろと助けてもらったと皆が口を揃えて言っている。 Ja, wir haben es halt drauf, ね。噂を聞いた若者たちも新たな有価者にぜひ会いたいと騒いでいるほどだ。ひひ、後で元気で会えるぜ。オイラたちも早く山の王の問題を解決したいんだ。今のままじゃ。Müssen wir noch gegen den kämpfen? そろそろ時間だ。Aber damit rechne ich schon die ganze Zeit. 儀式の会場まで案内しよう。Während der Nacht des Wärmers kannst du deine Truppe nicht wegzählen. Wähle vorher passende Truppe. Ja. Ist okay. Ja, lass uns gehen. Ist schon in Ordnung. Koko da. Oh, Kitaka. Koko Sujitsu. Kimi Tachi no Katsuyaku o Mimi ni shiteru yo. Konya o Buji norikoetara.ちゃんとお礼をさせてほしい。気にすんなって。こんなに広い場所を用意するのだってかなり苦労しただろ。オイラたちのことにまで気を使わなくていいぞ。山の王の問題を解決するためならどんな礼だってするさ。確かに問題は解決しないとならないが、烈焰も火種からというし、一歩ずつ進まないと。族長の言うことはもっともだが、もう随分と長い間その一歩すら踏み出せていないじゃないか。それに今回の開演の夜は参加者がだいぶ減っている。気づいていないのか。急に決まったことだから外にいる人たちは儀式に間に合わなかったんだろう。そうだとしても、旅人、ganz ruhig Leute、調子はどうだ。キーニチ、やっと来てくれた。族長トリニダード、前任者として旅人にいくつか経験則を伝えておきたい。少し旅人と外していいか。構わないが、なるべく早くしてくれ。君たちが戻ってきたらすぐ儀式を始めよう。あっちへ行こう。儀式の流れについては教えてもらったが。Gehen wir mal kurz wieder zur Seite。確かトリニダードに教えてもらったけど、あまり覚えてないな。空飛ぶアリンコは脳みそまでちっちゃいんだな。聖火にその口を焼かれたと言えば今日はおとなしくしてろ。あそこに聖火の柱があるだろ。種火を取ったらまずあの聖火の柱に火をつけるんだ。次に山の王が眠る洞窟に入り、道沿いにある松明と最終地点にある祭壇に火を灯す。それで一通り完了だ。聞いた感じ、Voll easy。難しくなさそうだな。Ja, genau, Paimon。工程自体は簡単だが、これだけは絶対に忘れるな。途中で引き返してはいけない。つまり、目標を飛ばしてしまっても、火をつけるために戻ったりはできないんだ。振り返らずに前に進み続けること。このルールを守らなければ、先祖への冒涜とされ、開演の祝福が得られなくなるばかりか、最初からやり直すことになる。流れの要点を図にまとめた。参考にするといい。あ、verstanden。あ、Mann。Okay、in einem Kreis。儀式の間、キーニチは何してるの？俺もお前らに同行するつもりだ。聖火の祭壇に火が灯ったら、俺は獣域を召喚する。召喚の方は気にしなくていい。俺に任せてくれ。おお、流れをしっかり頭に叩き込んで完璧にやり遂げようぜ。Let's get。こっちはいつでも構わない。だがフニたちも来てるようだし、少し話してきたらどうだ。緊張がほぐれるかもしれない。準備ができたら族長のところに戻ってくれ。Okay。さあ。Ich noch mit denen reden. Na komm. Tabibito no Nicha. Kyo wa itsumo yori zutto kakkoi ne. Kine so aus wie immer. Kono gishiki yama no ga minna o ijimenai you ni shite kureru? Kitto umaku iku yo ne. Watashi ouen ganbaru kara. Okay. Na gut, fangen wir an. Junbi dekita kana? Gut, wir sind bereit. Dewa tanonda yo.
くれぐれも私が言ったことを忘れないように。王日の灯火は燃え盛り、宝魂の烈焰に至れり、すべては振り返らぬ命のため。かがり木の民よ、今ウィッツトランの開演の夜を再び灯さん。Alles klar. Okay. Alles klar. Gut. Und ja, den Weg habe ich mir gemerkt. Da geben die einen irgendwie so ein Ding her, womit man das hier machen kann. Na, gehen die ja nicht mal Kinnitsch hier zum Spielen? Wo bin ich hier eigentlich? Sieht aus wie ein neues Gebiet. Mein Kinnitsch kann auch irgendwie sich so ranziehen an diese Dinger. Ne, warum gehen die mir nicht ihn hier? Muss ich doch gerade so anbieten, ja. Okay. Diese Bälle da. Mein Gott, eine Stunde lang, ne? Haben wir über dieses Ding geredet, ne? Und dann hat es eine Minute gedauert. Boah, Leute, eine Stunde lang hat das Spiel einen irgendwie so hochgehypt, so, oh, wir müssen dieses Ritual machen, ne? Eine Minute Gameplay. Das Spiel macht mich fertig. Ich kann nicht. 峡谷を下れば山の王が眠る洞窟に着く。ヘアゴンター。もうすぐだ。この先が山の王が眠る場所だ。あった。アビスの気配が濃くなってきたな。まずこの辺りの汚れを浄化しよう。 Ich will die Dinger ja anzünden. Mal zum Ey. Ins Gesicht. Warum fliege ich da immer runter? Ja. Da haben wir noch. Wo noch? Hallo? Und die letzten beiden hier unten? Da unten. So. なんだ。まず周りの松明を灯してくれ。あさ。 Das Feuer ist an. Yoshi, Saigo no Seika no Saidan ni mo Higa Tsuita zo.
Kong Gamato. Kyodaina Chikarano Mochinista. Müssen sie auch vor gegen die kämpfen. Sollten wir so tun, als würden wir den König reinigen? ついにここまで来たか。なんて見事な手際だ。次が儀式の最後であり、最も重要な部分だ。旅人、聖火の力を使って山の王のためにアビスの汚れを浄化してくれ。いや、今回は不要だ。なんだと？ アビスの力が濃くなってきたぞ。あれは何だ？キイニチ、何をするつもりだ？ これは、königlich、gehört jetzt mir。族長、トリニダード。ここから先は危険かもしれない。少し下がっててくれ。一体何をする気だ？ 解決するのさ。山の王の問題を。まさか獣域ハウンドに山の王を殺させるつもりか。やめろ、そんなの不可能だ。バカなバッタ人間だな。見てわかんねえのか。山の王、獣域にねじ込もうとしてるんだっつーの。なんだって。悪いな、族長、トリニダード。 だが方法はこれしかない。山の王の無事を保証できるのか。保証はできないが、自信はある。旅人、どういうことだ。約束通り山の王が持つアビスのエネルギーを浄化してもらうぞ。ああ、ich habe meine Meinung geändert。そういうことか。あんたたちは最初からグルだったんだな。 Gott, der ist so schnell. Kann unser Hauptcharakter nicht irgendwie hier so was absorbieren? Kann er nicht irgendwie. Kann unser Hauptcharakter nicht irgendwie vom Abgrund hier das Zeug absorbieren? Das haben wir doch schon zweimal gemacht. Auf in Landline. Oh, bitte friss ihn als erstes. Ich laufe ganz langsam weg. Aber nach links gucken bitte. Sasageyo. Er hat ja noch nicht mal gegessen, einfach angezündet. So, wow, was hast du gerade für eine Waffe ausgerüstet? Mein Hauptcharakter. Ja, wer hat das gedacht, wir müssen gegen ihn kämpfen? Weil er sieht ein bisschen anders aus vom Design, glaube ich. Oh Gott. Okay, wenigstens cooles Ende, ja. Kannst du? Okay. Irgendwie kann ich nicht steuern, wo ich hin will. Oh ja. Die geben uns sogar hier die Möglichkeit, hier diese Dinosaurier zu verwandeln. Obwohl wir Kinnitsch dabei haben. Was zum. Aber er hat irgendwie nichts hier zum
Er hat irgendwie nicht so ein Ding, irgend so ein Reitdingen. So wie die anderen beiden. Das ist etwas komisch. Ja, ich nehme gar keinen Schaden hier irgendwie. Ja, was einmal dein Ultimate? Also, was zum? Oh, das ist cool. Oh, das ist cool. Ich verstehe nicht, was dieses Feld ist, mit dem er auftaucht. Na, okay. Da, ich habe jetzt irgendwie ein anderes Schwert ausgerüstet. Was ist das, die Stimme von dem Ding? Oh, man hat nicht mehr die Dual Blade ausgerüstet. この罪を償おう。焦るな。我々のすべての所業を必ず炎が審問するだろう。もし俺が遅れをとっても決して振り向くなよ。今と同じように前へ進むんだ。 地獄を胸に前へ進め。それこそが払うべき代償だ。開演の継承者よ。この残された体を使い、より多くの勇士を育ててくれ。この生徒の意志は、これからも突き進む。アビスを踏み潰すその日まで。 Am folgenden Tag beim Stamm der Nachkommen der Baumkrone. So, okay, weil normalerweise läuft ja der Hauptcharakter immer hier mit dieser Waffe herum, hier mit diesen. In jeder Cutscene läuft der Hauptcharakter immer mit dieser Waffe rum. Ich glaube, das haben sie jetzt mittlerweile geändert. Das ist ja mal voll gememt hier von der Community, dass der Hauptcharakter, egal gegen was er kämpft, gegen Götter, gegen was weiß ich immer, und dann immer dieses Schwert rausholen. Aber jetzt hat er, glaube ich, hier das Schwert rausgeholt, ne? Sternschneider-Prototyp. Was Sinn macht, weil diese Waffe kriegt man, glaube ich, geschenkt irgendwann, ganz am Anfang des Spiels. Also ja, der Hauptcharakter hat endlich mal ein anderes Schwert benutzt und hat sich mal entschieden, mal was anderes außer eine Einrangwaffe zu benutzen, was nichts ist. Ist mir schon letztens irgendwie aufgefallen, glaube ich, dass er ein anderes Schwert hatte. Ich nehme an, damit ist die Meme jetzt tot, ne? Ja, der Bergkönig lebt jetzt. Jetzt können wir ihn wieder jede Woche hier kaputt hauen. Für Materialien. Also ich nicht, weil ich Knitsch nicht habe. Aber trotzdem. Geht's Knitsch gut.
ただ山の王に不可解な現象が起きていてね。その様子を見に行ったよ。実は昨日の件の後、山の王の体表を透明な殻が覆うようになったんだ。原理は不明だが、どうやらアビスの力を遮断する効果があるらしい。まるで血が乾いた後にできる。Er sah so chunky aus. Irgendwie eine höhere Stimme irgendwie gegeben. Und er so, nur. Die gleiche Stelle wie dieses eine, wie dieser eine Geodrachenkönig. それは山の王が聖火に焼かれたことによる産物ではないかとのことだ。燃えた木が炭になるのと同じようにね。確かにその通りかもしれない。何せ山の王を聖火の中に放り込むなんて、これまで一度もしたことないからね。アビスの力を遮る。それっていいことなのか？ああ、今の状況からすればベストだよ。山の王のアビスの力が安定すれば、年に一度の浄化も必要なくなるからね。おお、そりゃよかったぜ。War ich wirklich die Kraft des Heiligen Feuers? 言いたいことはわかる。実は、部族の若者の間でも話題になってるんだ。昨日の開演の夜は、これまでのものとは全く違う儀式だったとね。君とキイニチが召喚した、あの大きい透明な炎は、無数の伝説で語り継がれてきた炎そのものだった。山の王を助けたのはまさにその炎だったんだろう。おお、つまり開演の力のおかげってことか。私はかがり木の民の長ではあるが、開演については物語で聞いた以上の知識は持っていなくてね。だからその質問にも答えられないけど、マリポの持ち主なら君たちの質問に答えられるかもね。山の王の洞窟に行けば会えるはずだよ。なるほど。キイニチのことだな。あいつがどうしてるかも気になるし、行ってみようぜ。Alles klar. Das können wir da mal machen. Wäh, wäh. Wäh, 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 wäh. Wäh, wäh. Die haben mich noch nicht mal hier nachgeheilt, ey. Hey, Kinich. Tabibito ni Paimon ka. Guai wa dou da? Selber hey. Kino wa yoku yatte kureta. Kinichi mo na. Omae ga honou no naka ni tobikonda toki wa hontou hiya hiya shita zo. Warui. Shinpai o kaketa yō da na. Seika ni yakareru yama no ou o musste diesen suizidgestörten König retten. Sterben, ja. ブルキナと同じように犠牲になる覚悟か。そういうわけじゃない。俺はただ山の王は死ぬべきじゃないと思っただけだ。代償のことは別としてな。どうしてそう思ったんだ。だってその山の王を助けたのは開演の力なんじゃないかって噂を聞いて、ポンセおじさんの話だとキイニチが昨日やった儀式は代償を払ってやるものなんだろう。だから自分の命を犠牲にしようとしたんじゃないかなって。お前らもその噂を聞いたんだな。さあな。残念だが俺にも確かなことは言えない。昨日みたいなのは初めてだったからな。キイニチにもわからないならこの謎は解けそうにないな。だがもし開演の力が本当に存在するなら、山の王が自ら召喚したものだと俺は信じたい。や、山の王が？じゃああいつが払った代償って何なんだ？真の代償とは食材や賠償ではなく、何かを得るために事前に払うものだ。苦しみを背負って前へ進むことは
命を差し出すことよりも辛い。だが、ブルキナと全てのカガリギの民のために、山の王は前者を選んだ。これが、奴の払った代償だ。そうなのか。ところで、山の王は今どうなってるんだ？体の方は心配不要だ。縄張りに入ってきた者には戦闘態勢を取るが、ダメだ、alles vergessen haben uns wieder bekämpft。それに前のように闇雲に襲ってくることもなくなった。昨日やつが言ったように、その体を試練に利用するつもりだろう。Du sagst gesundheitlich, macht dir etwas anderes Sorgen? やつと意思疎通を図ってみたが、何の反応もなかった。Natürlich, wir müssen eine Entschuldigung dafür haben, dass, wenn wir nächstes Mal auf ihn losgehen, er wieder auf uns losgeht, ne? Also wie eine Folge von SpongeBob, ne? Die Folgen sind überhaupt nicht miteinander connected, ne? Die Sachen, die in einer Folge vorher passiert sind, sind vollkommen annulliert in der nächsten wieder. Als wären die nie passiert. So kommt mir dieses Spiel manchmal vor. Deswegen haben die sonst diese eine Szene gemacht, wo wir unsere Schwester getroffen haben, und dann hieß es auf einmal so, ha, wenn du aus diesem Bereich rausgehst, wirst du alles vergessen, was wir besprochen haben. Das ist einfach nur gemein.礼を言う旅人。お前には借りができた。Ach Quatsch, du hast mir schon ein Geschenk gegeben。そうそう、援助を引き渡してくれたろ。だが、あいつは全く役に立たなかった。それじゃお前らが損する。まあ、ja, nur ganz mit dir gemacht。役に立たずなのはお前のせいじゃないからいいって。それに、was soll dieses ganze Trash-Talk die ganze Zeit mit dem Typen? Ich kann mich doch nicht mal an den erinnern, was wahrscheinlich auch ein bisschen...Trash Talk ist, nehme ich an, aber trotzdem, ich weiß noch nicht mal, wer der Typ noch mal ist. Ich tue die ganze Zeit Trash Talken. Oh, danke. Alles klar, Abmachung mit Kinnitch abgeschlossen. Fortsetzung folgt. So, jetzt haben wir die zweite Stammesdingens. Kore de wa Funi-chan dake ga kanashimu ketsumatsu de wa nai ka? Minna yorokonderu kedo, atashi wa sonna koto nai. Nanna ni, papa made. Doushite atashi no kazoku bakkari kizutsukanai to ikkai? Ja, der ist jetzt tot, ne? Funi, oji-san no kega wa kitto naoru sa. Dakara...Was? Ich wurde voll ins Gesicht getroffen mit einem Feuerball. Ich bin nicht so gut. そんな嘘を見るような目をしないでくれ。先日、早くに眉を焼かれそうになったんでな。慌てて負債を返しに来たんだ。ま、そんなことはいいとして、早速始めよう。カガリギの民にまつわるもので、おじちゃんが一番好きなのは何か知ってるか？何？エクストリームスポーツだ。はあ？おじちゃんがここにやってきた日、空から何かが落ちてきて頭にぶつかったんだ。聞くにあれはバンジージャンプというものらしい。確かに危険なスポーツだが、その勇敢な姿はおじちゃんの心を一瞬でわしづかみにした。それから彼女とは友となり、その怪我を治してあげたんだ。山下おじちゃんは友達思いなんだね。ああ、もちろんさ。だが、幸せな日々は長く続かなかった。おじちゃんはある強い敵に捕まり、
彼女に会えなくなってしまった。その敵のところでおじちゃんは見下され、罵られ、さらには報酬としてある人に渡されそうになった。あの屈辱と言ったら、思い出すだけで胸が苦しくなる。どうして俺ばかりがこう傷つくんだとおじちゃんも思ったよ。本当に辛いことばかりだ。だがおじちゃんはそれに耐え、その過去を全て乗り越え、ついに友と再会を果たした。それで終わり？前を向きなさいって言いたいんでしょ。でもそんな物語もう古臭いよ。山下おじちゃんって先生に向いてないね。ウニちゃんは賢い子だが、まだまだだな。物語には続きがある。おじちゃんは友と再会し、彼女の傷も治った。今彼女はとても家族に会いたがっている。だからフニちゃんにも彼女に会ってもらいたいんだ。振り返ってごらん。また騙そうとしてるんでしょう。今度は引っかからないからね。Okay. Ist das irgendwie die Freundin, von denen sie geredet hatte? Kugelsteine, Sterne und Feuer. So ist das. Davon habe ich, glaube ich, schon ein paar. Das ist Wendefeuerpfad, also. Wo habe ich das jetzt drin? Wo habe ich wieder viel Geld? Hier so, nee, nein, das ist das nicht. War schon wieder nicht, was ich bekommen habe. Letztes Mal habe ich auch passiert, ne? Na gut. Gut, damit haben wir dann abgeschlossen, ne? Jetzt kann ich endlich hier das hier abholen. Boom. Das ist eigentlich nicht so viel bringt. Das ist nur für 60 Uhr Gestein, habe ich das jetzt hier gemacht, aber. Ich hoffe, das wird jetzt nicht ein Trend von dem Spiel, ne? So, oh, du musst jetzt das innerhalb von 14 Tagen machen, sonst ist halt abgelaufen, weil das kotzt mich langsam an. Ich werde meinen eigenen Tempo machen und nicht die ganze Zeit hier gepressured werden, ja, von dem Spiel. Das kommt ja auch noch. Das ist dann noch schöner hier, weil die Quest habe ich auch noch nicht gemacht hier, ne? Aber wie ich das kenne, werde ich die wahrscheinlich nächstes Mal machen müssen, ne? So, keine Ahnung, ich fand die Story Quest so lala, wenn ich ganz ehrlich bin. So, ich glaube, Jab war vorher noch nicht da. So, wow, wir haben alles hier erledigt, ne? Aber wir müssen immer noch Punkte ja haben. Also ich muss ja noch ein paar Quests machen irgendwann. Ab morgen, wir haben heute Sonntag. Gut, ich würde sagen, wir testen noch mal hier ihn mal aus, ne? Einmal kurz, ne? Wir werden ihn nicht pullen, ne? Aber wir können ja trotzdem mal schauen, was er so drauf hat, ne? Wir haben ja gerade gesehen, was er so drauf hat, ne? Aber ja, genau, wenn man die Netland Charaktere hier steuert, dann kommt man immer in eine bestimmte neue Karte, wo die einen auch irgendwie diese anderen Mechanik noch. Aber was zum, da ist ein aufgeladener Angriff. Der ist neu. Okay. Ja, der kann doch, glaube ich, auch hier so, ne? Aber nicht viel, wenn der irgendwie hier nur okay, kann man das öfter einsetzen.
Achso, ich soll Gegner auch noch besiegen. Oh. Komm her. Oh, Drachenkönig. Ja, das ist ziemlich cool. Das ist schon ziemlich cool. Ich verstehe aber immer noch nicht, was dieses ganze Pixel Zeug soll. Wo kommst du hin? Ja, oh. Leute. Dann bleibst du mal hier. Ich weiß die ganze Zeit gar nicht, was hier los ist. Okay, das Blöde ist, er hat irgendwie so ein Zeitlimit hier. Mit seiner Anziehung. Was hat ein bisschen schwieriger macht hier. Bei den Sauriern kannst du ja warten einfach. Oh mein Gott. Das ist viel schwieriger, Medina zu steuern. Also ich muss auch gar nicht gegen Gegner kämpfen, sich gerade Zeugs einsammeln, meine ich. Also irgendwie muss ich aber noch mehr Gegner. Gott. Oh mein Gott. Na, komm her. Ah, da kommt noch mehr, okay. Schon sagen. Komm her, Stück. Sind die Gegner ja Level 80, ne? Deswegen bin ich so stark. Und dann sagen wir, mache ich so viel Schaden. Oh, Gott sei Dank, hier kommt noch einer. Okay, ja, er ist schon lustig zu spielen, aber ja, muss jetzt nicht unbedingt. So. Nein, ich will raus. Na gut, ihn werde ich nicht pullen, ne? Habe ich glaube ich schon gesagt ein paar Mal. Aber gut zu wissen. Also so, jetzt haben wir das ja. Jetzt muss ich wieder ein, zwei Tage warten, bis die Gatschat sich wieder erneuert. Da kommt diese eine Tiger-Lady irgendwie. Hier musste man Fotos machen. Das war ein bisschen nervig. Und ja, wir haben alles für diese Version erstmal abgeschlossen. Und dann werde ich wahrscheinlich wieder sehen, wie es das nächste Mal weitergeht. Ne? Wann ich hier wieder streame oder irgendwie sowas. Ne? Mal schauen. Gut, aber hier sind wir erstmal fertig. Ich habe jetzt wieder ein paar Tage Ruhe, glaube ich. Und hoffentlich wird das Spiel jetzt hier wieder nicht sagen, so, oh, du musst die Quest von dieser einen jetzt machen. Innerhalb von 14 Tagen, weil das finde ich nervig. Das, ich finde nicht gut, wie die das machen. Okay, gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Das war jetzt wieder ein etwas langer Part. 2,5 Stunden müsste das jetzt ungefähr sein, ne? Aber was soll man machen? Ne? Es gibt halt so viele Dialoge in diesem Spiel. Gut, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder oder im nächsten Stream oder was auch immer, weil ich hier von Genshin mache, und sage ciao.